bin der Philipp. Ich skate seit 5-6 Jahren. Bin aber vorher viele, viele Jahre, ich glaube jetzt inzwischen seit 14-15 Jahren am Snowboarden. Und habe da sonst immer noch so ein paar andere Boardsportarten mitgenommen. Bin jetzt die letzten Jahre relativ aktiv im Downhill-Skaten gewesen. Mal gucken, wann die Phase vorbei ist. Ich bin schon ein paar Jahre Freeboard gefahren. Das ist so, so eine Art Snowboard-Simulator für auf dem Asphalt, mit dem man eben wie mit dem Snowboard Straßen runterfahren kann. Und da hat man unweigerlich mit Longboardern zu tun und probiert halt deren Spielzeug mal aus. So, klar, es ist halt nicht besonders cool und du wirst halt einfach keine krassen Tricks mit einem Elektroboard machen und du wirst dich auch nicht als Skater weiterentwickeln auf einem Elektroboard. Es ist ja wirklich nur das nach A und B pushen, wo du erst pushen sparst. Ich denke halt, so von den Elektroboards macht Mello ja schon am meisten Sinn. So, wir sind angekommen und einen geilen Sonnenaufgang erwartet uns da. Philipp ist auch da. Das war's. Sehr schöne Morgensession hier gehabt. Ich kann das jedem nur empfehlen. Früh morgens Sonnenaufgang fahren und dann die fette Straße, die wir gefunden haben. Jo, dir noch viel Erfolg.